Eigentlich sollte es der schönste Tag in Adam Harris Highschool-Zeit werden. Adam, zieh nicht so ein Gesicht. Heute ist ein großer Tag, des Senior Skip Day. Ich habe gehört, die Party heute soll in einer ganz speziellen Location stattfinden. Die Skip Day Party schlägt dieses Jahr bei Direktor Dickwalder. Die Party ist bei Dickwalder. Die Party ist bei Mr. Dickwalder. So, bei Mr. Dickwalder. Toll, zufällig steht er vor dir, dieser Mr. Dickwalder. Es sieht so aus, als würde dies der schlimmste Tag seines Lebens werden. Ich werde diese Party mit allen Mitteln zu verhindern. Oh Mann, ist das scheiße. Es gibt nur eine Chance für Adam, diesen Tag zu retten. Du zeigst es ihm. Das ist Familientradition. Es könnte immer noch der beste Skip Day werden. Wir feiern die Party bei mir. Getränke kann ich besorgen. Alk ist da, Musik stimmt auch. Eins fehlt uns noch und das halte ich für entscheidend. Ich hatte nie eine Skip Day Party. Können wir nicht einfach hier mitfeiern? Party! Oh Mann, das wär's. Von einem hirnamputierten schwachsinnige Verrenkung hinlegen? Ja. Hey Leute, wir brauchen Scheine. Kann hier vielleicht jemand einen Zehner wechseln? Kann mir denn keiner wechseln, verdammt? Anscheinend findet diese verdammte Party doch irgendwo statt. Und ich werde sie platzen lassen. Mr. Dickwalder? Mr. Dickwalder? Mr. Dickwalder. 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 Ich werde es zeigen. Ich hab zu tun. Ich muss auf ein gefaktes Begräbnis. Schluss jetzt! Wer ist dieses Arschloch? Das ist Mr. Dickwalder, unser Schuldirektor. Mit Leah Thompson. Ja, dann viel Spaß. Gary Landy. Der hatte eine Knarre. Tara Reid. Ist ja verrückter als mein Senior Skip Day. Clint Howard. Bingo! Norm MacDonald. Ich habe nicht vor, euch das durchgehen zu lassen. Und Larry Miller. Mach diese scheiß Musik aus! Wir haben doch nur gefeiert. Das war hier eine echt tolle Party. Haben alle Spaß gehabt? Ja! Würde mich schon interessieren, wie mein Bett im Pool gelandet ist.